So, wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Es tut ja auch entweder nichts zur Sache, wann ihr dieses Video euch anschaut, aber ich habe mal wieder was, was mich persönlich einfach interessiert und was ich einfach so ein bisschen in die Community spiegel, weil ich sage, warum nicht? So, wie immer auch dran denken, wenn euch das Video jetzt schon vom Hocker gehauen hat, dass ihr sagt, ja, besser kann es eigentlich werden. Dann würde ich euch empfehlen, jetzt noch trotzdem Daumen und das Abo und dann würde ich auch abschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, also was haben wir hier? Wir haben hier den Yeezy Quantum. Den Yeezy Quantum, der hat seinen ersten, ich sag mal, Leak in Häkchen. Also seine erste Vorstellung, dass man überhaupt mal Bilder gesehen hat. Und zwar, glaube ich, an Kanye West selbst oder an Kim. Bin ich gar nicht ganz sicher, ist auch im Endeffekt egal, 2017. Ende, ganz spät 2017, Dezember oder sowas, oder sogar 2018. Auf jeden Fall, nee, 2017. Ewig her. So, der Schuh hat sich optisch nicht wirklich verändert und hat im, weil dieses Jahr, 2020, wow, also gute zwei Jahre später, in dem Fall zwei Jahre und ein paar Monate später, beim All-Star Game auf gewisse Art und Weise sein Debüt gefeiert. Der Schuh, soweit ich das weiß, das ist so eine Sache, wurde bis jetzt nicht released. Man hat ihn in der NBA auch nicht weiter gesehen, außer im All-Star Game, weil zum Beispiel Zach LaVine hat den angehabt, weil das Material, was außenrum war, das war dieses, das ist ganz bekannt bei Yeezys, dieses 3M nennt sich das, das reflektiert aber extrem dolle. Das heißt, wenn gerade in der NBA werden ja unglaublich viele Fotos auch geschossen, und das sieht einfach scheiße aus und es ist, nee, daneben, dass das scheiße aussieht, wenn das am Fuß so unglaublich leuchtet, reflektiert und auch die ganze Belichtung und alles ein bisschen stört, lassen wir uns mal dahingestellt, es ist aber verboten. Die NBA sagt, machen wir nicht. Dementsprechend wurde das immer, ich sage mal, delayed, das wurde immer nach hinten rausgeschoben, dieser Schuh. Grundsätzlich sprechen wir hier über jeder, der einen Yeezy hat oder mal hatte oder mal angehabt hat, der weiß, die sind schon ultra bequem. Ich kann das nicht anders sagen. Also das ist das angenehmste Boost-Gefühl, was ich persönlich kenne. Ich trage meinen Yeezys extrem gerne. Halte den Preis trotzdem für fernab von Gut und Böse und auch totalen Schwachsinn. Aber ich habe es bezahlt. Dementsprechend bin ich anscheinend auch etwas blöd. Aber darum geht es gar nicht. Mich interessiert, wer würde sich von euch so einen Schuh holen und wer würde ihn spielen? Also, weil das ist so eine Sache, der ist in Chicago, ist er gedroppt. Man kann den auf StockX zum Beispiel kaufen. Es gibt zwei Versionen, es gibt eine Casual-Version und es gibt eine Basketball-Version, die optisch anscheinend keiner, nicht man kann sie nicht unterscheiden. Resell liegt irgendwo zwischen 700 bis 1400 oder sowas, was ich gesehen habe. Also abnormal viel. Der wird irgendwann dieses Jahr nochmal droppen. Dann wird er 250 Euro kosten und ist, soweit ich das bis jetzt weiß, ein zwar durchaus bequemer, aber eigentlich nur schwer. Ich feiere die Optik nicht, muss ich sagen. Ich bin zwar wirklich inzwischen mit vielen Schuhen warm geworden. Ich finde die Optik irgendwie, ich will fast schon sagen, ein bisschen langweilig. Aber es ist ein verhältnismäßig schwerer Schuh, der natürlich geiles Boost-Erlebnis hat und sowas und so fort. Aber es gibt so ein paar auch Design-Dinger, wo ich sage, ich verstehe es nicht genau, warum man das so machen musste. Mich würde wirklich interessieren, wer von euch wäre noch bereit zu sagen, er haut diese 250 Euro raus für einen Schuh, den er in dem Fall, weil wenn man darin Basketball spielt, sind wir mal ehrlich, trashed und fertig. Weil die meisten, die sich Yeezys kaufen oder sowas, die sagen, gut, die ziehen sie mal ziehen sie an oder sie laufen sie die ganze Zeit, bis sie kaputt sind oder sowas. Aber wenn man sich so einen Schuh holt, der wirklich 250 Euro kostet, und das ist so die einzige Choice, also man schmeißt mit dem Geld nicht so um sich. Ich weiß nicht, ob das so geil ist und ich weiß auch nicht, ob, also, anders gefragt, versteht ihr den Hype? Seid ihr auch gehypt? Ist das ein Schuh, den ich testen muss, damit ihr glücklich seid? Mich würde es einfach interessieren. Deswegen muss ich mal ein Video dazu machen. Ich will ansonsten zu dem Schuh gar nicht viel verlieren an inhaltlich, wie gesagt, das wird ein Primeknit Upper sein, also oben wird es Primeknit sein. Boost als Dämpfung kennen wir auch. Wir kennen Adidas Basketballschuhe. Gute Adidas Basketballschuhe. Ob das einer ist? I don't know. Wir werden es sehen. Ich bin mal gespannt, aber ey Leute, wenn das, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Schuh teste, ist gering. Ich bin ganz ehrlich, da müsste das Video schon viral gehen. So, das ist von mir.